Skandal im Bundestag. Beatrix von Storch hat zu einem SPD-Redner diese Geste gemacht. Was meint ihr? Heißt das Kopf ab? Die SPD ist sich auf jeden Fall sicher. Absolut unwürdige Szenen in den Reihen der AfD. Wer kommuniziert denn heute noch mit Gesten? Ich bin Philipp Walulis und frage mich, was war der Auslöser für diese Geste und was hat die wirklich zu bedeuten? Es ist Donnerstag, der 28. November. Heute ist Tag des roten Planeten. Grüße gehen raus an Uli Hoeneß. Und das hier ist Walulis Daily. Die AfD, der zuverlässigste Witzelieferant seit der FDP. Und immer gut für kontroverse Bundestagsdebatten. Angefangen hat alles mit dieser Rede des AfD-Abgeordneten Martin Erwin Renner. Der meinte, Ideologie liegt wie Krematoriumsasche über diesem Haushaltskapitel. Krematoriumsasche über Haushaltsartikel? Wo sind wir denn? Bei meinen Großeltern? Die sind nämlich tot. Beide. Ha! Und beim Stichwort Krematoriumsasche werden alle hellhörig. Hier, Johannes Kahrs schreibt schnell die Stichpunkte für seine anstehende Rede auf. Diese anderen beiden zwei Abgeordneten denken wohl, oh, das scheint wichtig zu sein, dann schreibe ich sicherheitshalber mal mit. Und dann hat SPDler Kahrs seinen großen Auftritt. Ein Grund mehr, diesen Verein zu verbieten. Rechtsextremisten, wie Sie, die stehen mir bis hier, Frau Weide. Gut, lieber bis hier als bis hier. Und gut, dass da ein Bild im Weg ist. Aber wie reagiert überhaupt Alice Weidel auf Kahrs Anschuldigungen? Schaut mal, sie kaut Kaugummi und hat einen Blick, wie als hätte sie gerade die letzte Staffel Game of Thrones gesehen. Übrigens, vor ein paar Wochen war Alice Weidel auf einer Veranstaltung nicht so zimperlich. Sie da mit dem Vollbärtchen, Sie haben mir eben Kopf abgezeigt und ich möchte, dass Sie aus dem Raum verschwinden. Und das war das letzte Mal, dass der Weihnachtsmann sie beschenkt hat. Und jetzt macht Beatrix von Storch die gleiche Geste. Ich meine, klar, dass sich da viele aufregen. Stellt sich aber raus, alle beiden Kopfabgestikulierer behaupten, dass das nicht so gemeint war. Der Weidel-Zuhörer hatte einen sehr starken Hustenanfall und war sogar AfD-Sympathisant. Beatrix von Storch sagt, Kahrs hat eine Kopfabgeste in unsere Richtung gemacht. Und sie wollte mit ihrer Geste bewirken, dass er Anschiss von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth bekommt. Tja, wen wollte sie verraten? Den Sozialdemokraten. Ist das jetzt vielleicht von Storchs Versuch, sich da rauszuwieseln? Was hat sie gemeint? Was hat sie wirklich gesagt? Zeit für eine Expertenanalyse. Willkommen bei Fun, die Bundestagsanalyse. Mit dabei heute unser Experte Olli. Ja, wie immer eine Freude. Wow, was war das für ein Match? Kahrs hat direkt angegriffen und Beatrix von Storch hat eiskalt gekontert. Ja, ein Kampf hart am Mann bzw. an der Frau. Aber was hat sie denn gesagt, Sebastian? Das haben wir uns auch gefragt und vor allem unsere Lippenleser-Experten und diese mit folgenden Möglichkeiten zu uns zurückgekommen. Ich reiß dir deinen Kopf ab. Ab hier. Was haben Männer hier am Hals? Ich hab das nicht. Neidischer Schwanz. Fanboy. Olli. Was denkst du? Ja, ich denke, ihr seid alle Vollidioten. Es war keine davon. Ich denke stark, es war diese hier. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Ja, und auch sehr spannend, das Teamwork. Von der Seite wird Beatrix gut unterstützt. Ja, in der Tat. Einige behaupten ja, sie habe nur gehustet. Genauso wie ihre Kollegen, die haben auch nur gehustet. Es ist aber auch tatsächlich schwieriger als gedacht, weil die Hysterie beginnt mit den Social-Media-Experten der SPD. Die krallen sich den Videomitschnitt des Bundestages und machen Beatrix zum Pixel-Mosaik. Außerdem verkürzen sie. Hier, es fehlt nämlich die Geste, die der Johannes von der SPD vorher gemacht hat. Sie lassen also wichtigen Kontext weg. Und ohne Kontext ist es nur Text und da kann ich ja gleich Bücher lesen. Ja. Außerdem war das nicht Beatrix' erste Reaktion darauf. Nur, dass Sie es einmal gehört haben, was hier eben abgelaufen worden ist. Ja, gerade so am Hitlergruß vorbeigeschrammt. Man nennt das auch den Höcke machen. Aber diese Szene passt zumindest zu Beatrix' Erklärung, sie habe Bundesklassensprecherin Claudia auf Johannes' Geste hinweisen wollen. Aber mal im Ernst, das ist doch alles ein totaler Kindergarten.
Oh, die Braunbärchengruppe hat sich aufgeregt. Aber krass, es scheint also, als hätte die SPD da etwas ordentlich zugespitzt. Auch Journalisten schreiben, das so zu verbreiten grenzte an bewusste Irreführung. Ja, bewusste Irreführung oder wie Schlepper sagen, Geschäftsmodell. Das Problem, das wirklich Wichtige geht dabei unter. Liegt die Krematoriumsasche über diesem Haushaltskapitel? Ja, das ist nämlich eine Formulierung, die offenbar auf die Berichte über KZ-Krematorien anspielt. Aus dem Schornstein schwebte ohne Unterbrechung die Asche der Getöteten und bedeckte die Umgebung wie grauer Schnee. Also, liebe SPD, gut gemeint, aber mit den gleichen populistischen Mitteln wie die AfD gekämpft. Überlasst doch das spekulative Hineininterpretieren bitte den Profis. Am Vortag ist einem AfD-Abgeordneten nämlich das hier passiert. Stellen Sie nun mit Macht her. Stille. Stellen Sie, es ist unerhört. Es war nicht verabredet. Kennt ihr diesen Klassenzimmerscherz, wenn alle Schüler ihren Wecker auf dieselbe Uhrzeit stellen? Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, niemand macht mit und der Scherz funktioniert trotzdem. Sowas ist eben eine wunderbare Vorlage für eine vollkommene Überinterpretation. Ja, willkommen zurück bei Fun. Die Bundestagsanalyse. Mit dabei immer noch unser Olli. Fick dich. Schauen wir doch gleich mal in die Highlights rein. Stille. Stellen zu, ist unerhört. Olli, was war da denn los? Ja, wenn wir in die Analyse gehen, beziehungsweise wenn ich in die Analyse gehe, dann erkenne ich, das ist ganz klar der Samsung-Standard-Sound Time's Up. Ja, wer hat sich denn da bemerkbar gemacht? Ja, du Milchbubi, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben dazu jeweils eine Grafik. Entweder war es das oder es war das hier. Ah, hat aber ganz gut weggeklärt, der Gute. Definitiv, aber daran ist er auch ein Vollprofi, so wie du im Verkacken. Ja, hier sehen wir noch mal ein paar Bilder aus der Vergangenheit. Ist unerhört. Stille. Wow. Olli, vielen Dank heute wieder für deine Expertise. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich bin innerlich tot. Das war's dann von uns. Das war's von der Fun-Bundestagsanalyse. Bis zum nächsten Mal. Tja, es ist schon schwierig. Ich meine, ja, man muss die AfD unbedingt im Auge behalten und oft provozieren die auch. Aber wenn man dann mit der Interpretation so übertreibt, dann ist das halt auch Populismus. Und das spielt der AfD dann in die Karten. Was meint ihr? Kopf ab und in die Kommentare. Ja, Olli, was ist denn dein Fazit zu diesem Video? Ja, abseits davon, dass ich dich hasse wie die Pest, die wahnsinnige Leistung, die die Jungs und Mädels hier Tag für Tag abrufen. Ich bin mir aber sicher, die freuen sich auf die Winterpause. In der Tat, die Saison ist noch lang und die Leute müssen abonnieren. Die sind ja quasi der 12. Mann. Das spüren die auch auf dem Platz. Genau, abonnieren, Glocke drücken und kommentieren, dann sind die unschlagbar. Und ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Sendung mit dir, ganz ehrlich. Wie immer dieselbe. Glaubst du, ich habe mehr Bock? Deine die ganze dumme, hässliche Fresse die ganze Zeit hier, ne? Weißt noch nicht mal, wie man dein Mikro benutzt, Alter. Ohne. Ist nicht mal verkabelt. Ja, du bist auch nicht. Also bitte. Ja, also meine Güte. Ja.